Hallo, liebe Freunde des Abenteuerspiels. Die Spyware, die wir auf euren Rechnern installiert haben, teilt mir gerade mit, dass heute Abend wieder viele Kinder vor den Monitoren sitzen. Darum erzähle ich jetzt auch nicht die Geschichte, die ich eigentlich vorbereitet hatte. Das ist durchaus schade. Es wäre eine gute Geschichte geworden. Mit unterhaltsamen Explosionen, einem gigantischen Roboter-Opossum. Aber eben auch mit vielen unflätigen Ausdrücken und einer unangemessenen Anzahl übersteigerter Gewaltdarstellungen. Die Geschichte, die ich euch stattdessen erzählen möchte, ist ein wenig anders gestrickt. Sie handelt von Lilly, dem bravsten Mädchen auf der ganzen Welt. Und sie beginnt im Hinterhof einer kleinen, verträumten Klosterschule. Gar nicht weit weg von dem Ort, an dem das gigantische Roboter-Opossum gerade unschuldigen Passanten das Gehirn durch die Augenhöhlen zieht. Aber genug davon. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Und Lilly harkt fröhlich singend Laub im Garten. Lilly! Wie oft muss ich dir noch sagen, dass bei der Arbeit nicht gesungen wird? Du weißt genau, dass ich das Geräusch von fröhlichen Kindern hasse. Diese Kinder machen mich noch wahnsinnig. Da bist du. Wurdest du von der Ignaz schon wieder zum Blätterkehren verdonnert? Aha. Langweilig und unnötig obendrein. Die Blätter wehen doch sowieso immer wieder zurück auf den Weg. Du solltest lieber mitkommen. Ich bin nämlich gerade auf Schatzsuche, musst du wissen. Tja, deine Entscheidung. Wenn du hier fertig bist, kannst du ja immer noch zum Schaukelbaum nachkommen. Ich glaube, ich habe da was in einem der Beete gefunden. Bis dann. Tüdelü. Immer wieder hört man von Unfällen durch falschen Umgang mit Computerspielen. Um das Risiko einer entstellenden Verkrüppelung zu minimieren, empfehlen wir die strikte Einhaltung der nachfolgenden Sicherheitshinweise. Wollt ihr das Tutorial spielen? Ihr habt euch dazu entschlossen, das Tutorial zu spielen. Das ist sehr vernünftig. Da ihr gut aufgepasst habt, wisst ihr auch, dass der Klostergarten vom Laub befreit werden muss. Die Harke hat Lilly bereits in der Hand. Der Cursor zeigt dementsprechend das Bild einer Harke. Um zu erkennen, wo Lilly harken kann, ohne dabei das Gesicht eines Mitschülers zu zerkratzen, reicht ein Druck auf die Leertaste. Probiert es doch einmal aus. Na, da schau her! Die roten Augen zeigen an, welche Objekte benutzbar sind. Offenbar gibt es drei Laubhaufen, die Lilly mit der Harke benutzen kann. Zieht einfach den Cursor über einen der Haufen, bis der Name des Objekts daneben erscheint. Nun könnt ihr die Aktion mit einem Linksklick auslösen. Aber Vorsicht! Unfälle passieren so schnell! Bravo! Ihr habt den ersten Schritt getan, ohne jemandem eine tiefe Fleischwunde zuzufügen. Aber noch ist die Arbeit nicht getan. Beendet den Auftrag der Oberin. So schwer kann das ja nicht sein, oder?
Das ist ja die reinste Sisyphus-Arbeit. Vielleicht müsst ihr euch etwas anderes einfallen lassen, um den Auftrag zum Abschluss zu bringen. Drückt doch noch einmal auf die Leertaste. Vielleicht gibt es noch eine andere Stelle, auf der ihr haken könnt. Das ist ja die reinste Sisyphus-Arbeit. Vielleicht müsst ihr euch etwas anderes einfallen lassen, um den Auftrag zum Abschluss zu bringen. Drückt doch noch einmal auf die Leertaste. Vielleicht gibt es noch eine andere Stelle, auf der ihr haken könnt. Oha, das ist... Was ist denn das für ein Lärm da draußen? Das ist ja nicht zum Aushalten. Lilly! Jetzt ist das Maß aber endgültig voll. Ich habe dich wohl mal wieder überschätzt. Nicht einmal zum Laubhaken taugst du etwas. Ach, egal. Ich habe zwei neue Aufgaben für dich. Die Beete im Hintergarten müssten wieder einmal umgegraben werden. Bekommst du das hin? Aha. Das bezweifle ich zwar, aber wir werden sehen. Und wenn du schon mal im Hintergarten bist. Der Schaukelbaum ist von Termiten befallen. Lass dir was einfallen, um sie ein für alle Mal loszuwerden. Also noch einmal, für die ganz Unfähigen. Erstens, Beete umgraben. Zweitens, den Schaukelbaum von Termiten befreien. Und wehe, du machst das nicht ordentlich. Lilly hat fertig gehakt. Sie hat die Harke zwar nicht mehr in der Hand, aber sie trägt sie noch bei sich. Wenn ihr sie noch einmal benutzen wollt, findet ihr sie in Lillys Inventar. Geht mit dem Mauszeiger an den unteren rechten Bildschirmrand, um das Inventar zu öffnen. Gebt Acht, dass ihr euch nicht die Finger einklemmt. Amputationen sind so eine unerfreuliche Angelegenheit. Gut, klickt nun mit der linken Maustaste auf das Harkensymbol, um die Harke wieder in die Hand zu nehmen. Ihr könnt die Harke nun jederzeit mit anderen Objekten verwenden, auch mit anderen Besitztümern. Wenn ihr fertig seid, benutzt die rechte Maustaste, um die Harke vorsichtig zurück ins Inventar zu legen.
Jetzt, da Lilly von ihrer ersten Pflicht befreit ist, wird es Zeit, sich mit den grundlegenden Spielmechaniken vertraut zu machen. Mit der linken Maustaste könnt ihr Lilly hingehen lassen, wohin ihr wollt. Wo immer Lilly einen Ort verlassen kann, verwandelt sich der Cursor in einen Pfeil. Folgt zunächst Edna in den Hintergarten. Der Ausgang befindet sich an der rechten Bildschirmkante. Aber Vorsicht! Der Pfeil ist spitz. Auch bei der Gartenarbeit gilt: Augen auf! Immer wenn Lilly mit einem Objekt interagieren kann, verändert sich der Cursor. Die meisten Gegenstände lassen sich ansehen. Dann erscheint ein Auge auf der rechten Hälfte des Cursors. Klickt mit der rechten Maustaste, um diese Aktion auszulösen. Probiert das doch einmal bei der Komposttonne aus. In der Komposttonne gammelten Gartenabfälle gemütlich vor sich hin. Ein Paradies für Maden und Spinnen. Lilly konnte sich kaum an dem bunten Treiben satt sehen. Es gibt viele Gegenstände, mit denen man interagieren kann. Immer wenn ein Objekt direkt benutzbar ist, wird ein entsprechendes Symbol in der linken Hälfte des Cursors angezeigt. Ihr könnt Lilly zum Beispiel vorschlagen, die Reifenschaukel zu benutzen. Ob das allerdings so eine gute Idee ist? Die Reifenschaukel baumelte einladend an einem termitenzerfressenen Ast über dem Abgrund. Lilly wollte nur allzu gerne auf der vollkommen ungefährlichen Reifenschaukel spielen. Darum kletterte sie auch sofort auf den von den Termiten befallenen Baum. Zumindest hätte sie das getan. Offenbar war es ihr aber lieber, einen gehörigen Anschiss zu riskieren, sobald der Spieler ausschaltete. Na, das ist ja noch einmal gut gegangen. Neben der Hand, die für Benutzen, aber auch für Nehmen oder Essen, Trinken steht, gibt es auch eine Sprechblase für Reden. Der Computer wählt das passende Icon von alleine aus. So ist jederzeit gewährleistet, dass Lilly weder in ein Hornissennest greift, noch Reißzwecken isst. Wo ihr schon mal hier seid, redet doch kurz mit Lillys Freundin Edna. Die freut sich sicher. Edna war Lillys beste Freundin. Sie fand immer einen Weg, Lilly aufzuheitern. Zum Beispiel, indem sie die Bremsen am Fahrrad des Postboten sabotierte. Hey Lilly, hast du dich endlich vom blöden Geharke loseisen können? Aha. Sehr gut. Dann hast du jetzt endlich Zeit, um mit mir auf Schatzsuche zu gehen? Moa, hast du etwa noch mehr Aufgaben bekommen? Aha. Das ist so unfair. Aber vielleicht finden wir ja einen Weg, dass du mir trotzdem helfen kannst. Ich fänd's cool. Lilly kann verschiedene Themen ansprechen. Sie werden als Symbole im unteren Bildschirmbereich dargestellt. Was die Symbole bedeuten, wird angezeigt, sobald ihr euch mit der Maus über dem entsprechenden Gesprächsthema befindet. Mit dem roten X lässt sich ein Dialog jederzeit beenden. Wählt zunächst das Thema Aufgaben der Oberin. Was musst du denn jetzt schon wieder für die Oberin machen? Und jetzt sag nicht, du musst wieder ihre Warzen mit Bimsstein abreiben. Ich finde immer noch Krümel vom letzten Mal in unserer Schlafkoje. Lilly kann an manchen Stellen ein Thema vertiefen. In diesem Fall kann sie über ihre zwei neuen Aufträge reden. Ihr könnt aber auch mit dem Pfeil zurück auf die erste Ebene des Dialogs wechseln und euch für ein anderes Thema entscheiden. Wechselt zurück auf die erste Ebene und beendet den Dialog mit dem X, um das Tutorial abzuschließen. Oder unterhaltet euch noch eine Weile mit Edna. Ich kann euch sowieso nichts mehr beibringen. Viel Spaß beim Spielen.